Es ist eine völlig andere Art, Automobile zu verkaufen. Es ist der Versuch auch, von dem traditionellen Autohaus wegzugehen und die Automobile mehr in die Stadt zu bringen, ja, in das Zentrum zu bringen und damit eine Lebenswelt zu erschaffen. Wir sind ja nicht nur eine Automobilfabrik, sondern eben auch ein Lifestyle. Wir vermitteln Lebenswelten und wir wollen besondere Erlebnisse vermitteln. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir eben diese Lebensmittel, diesen Technologiekonzern auch hier erleben können. Wir haben faszinierende Fahrzeuge von faszinierenden Marken. Und diese faszinierenden Marken wollen wir in einer Markenboutique dort präsentieren, wo die Kundschaft ist. Am Odeonsplatz in München, einer der wohlhabendsten Städte. Tolle Frequenz hier. Und wir wollen, dass Leute, die vorbeigehen, die flanieren, die zum Shoppen sind, einfach mal bei Jaguar Land Rover vorbeischauen, was es denn hier alles so Neues gibt. Nicht nur neuen Fahrzeugen, aber auch die ganze Welt der Marke zu erleben. Sei es, weil man in die Welt der Land Rover Experience eintaucht. Sei es, wenn man sich im Merchandising einfach was Nettes aussucht, zum mit nach Hause nehmen. Das ist das, was man in der Markenboutique erlebbar machen will als Produkt. Aber es soll auch ein Ort sein, wo man sich trifft, wo man sich an unserer British Tea Bar mal nett unterhält. Plaudert über Motorsport, plaudert über Faszination Automobil und plaudert vor allem über Jaguar und Land Rover. So ist gut, wunderbar, super, so bleiben. Aber den sexy blind. Ich liebe München und hier so schön am Odeonsplatz ist eine der schönsten Ecken. Auch sehr einladend, wunderschöne Location. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier nicht reingehen würde, um zu gucken. Und das ist ja tatsächlich jetzt so ein Shop quasi, um sich Autos mal wirklich anzuschauen und vielleicht dann darüber nachzudenken, ob man sich ein wunderschönes Auto hier kauft. Und das hat irgendwie was sehr, sehr Einladendes. Ich finde es eine sehr gute Idee. Ich glaube, alle Männer werden groß aufhorchen und sagen, wie eine Boutique mit Autos. Schatz, lass uns da reingehen. Aber bevor ich auf Einzelheiten eingehe, möchte ich zunächst einige besondere Gäste begrüßen, also das Management dieser Location verantwortlich ist. Julia, wir haben aktuell rund 110 Land Rover und neues, modernes Erscheinungsbild für unsere Händlerpartner eingeführt. Eine Nachbildung der Loggia de Lanzi von Florenz mit dem berühmten großen Jaguar, Löwen. Und viele von Ihnen wissen, vor 200 Jahren, 1816, hat König Ludwig I. noch als Kronprinz Leo bis 1861 mehr? Ja, aber wissen Sie auch? Ist zu kalt, okay? So. Kennst du erstmal? Hallo, erstmal! Hallo, hallo!
Naja gut, hier gibt es natürlich viele Dinge auch für Männer, ne? Also muss man schon sagen. Also wie gesagt, Handyhüllen, Taschen, Jacken, Mützen, Cappies. Frauen lieben ja, wenn Männer Cappies aufhaben. Man holt sich immer wieder ein neues Cappy und denkt, das ist es jetzt. Also das würde ihr auch gefallen. Und dann zeigst du das zu Hause und dann immer so, nee Schatz, also das kannst du vergessen. Also das trägst du nicht, wenn ich dabei bin. Ich finde das großartig, ich finde das genau das Richtige. Also ich bin zwar jemand, der auch gerne online sich so einen Wagen konfiguriert und das mache ich aber auch nur, um die ganzen Leute im Geschäft nicht zu nerven, weil ich glaube, ich 30 Mal alles umändere, um zu gucken, wie würde ich es gerne haben. Aber dann muss ich natürlich schon doch nochmal irgendwie in so eine Markenboutique gehen, um einfach mit den Materialien wirklich nochmal anzugucken. Zwischen Produkt und Kunde gibt es eine Verbindung, die unheimlich wichtig ist. Das ist Emotion. Und Emotionalität und Autos und Emotionen hat mit Ästhetik zu tun und mit Sinnlichkeit. Und ein Autohaus ist ein Autohaus, da geht man auch rein, wenn man repariert werden muss oder einen Reifen braucht. Und eine Boutique hat was mit Laissez-faire zu tun, mit Entspannung und mit Schlendern, mit Kaufhausbummel. Und kann ich dem Jaguar Land Rover nur gratulieren zu dieser Idee. Das ist eine ziemlich coole Idee, weil man hat so die Möglichkeit, ein Auto ein bisschen kennenzulernen. Man muss nicht extra zum Händler gehen. Erstmal, man kann mal gucken. Und gucken ist sehr, sehr wichtig und fühlen ist auch wichtig. Hier kann man nämlich auch noch ein bisschen was anfassen. Finde ich gut.